Los geht's, Jungs. Ja. Was ist los zurzeit am Himmel? Überall UAPs, überall UFOs, Abschüsse. Habt ihr es mitbekommen? Ja, klar. Ja. Das Krasse ist, soll ich dir noch eine interessante Sache dazu erzählen? Das ist ja schon ein paar Tage, geht es ja schon, dass da die ersten, erst ging es ja los mit diesem chinesischen Heißluftballon, aber da hat man ja noch nicht von einem UFO gesprochen. Da war es ja noch ein ganz kleiner Heißluftballon. Und dann kamen ja plötzlich die 3, 4 Sichtungen, wo sie in den Medien ständig nur noch von unbekannten Flugobjekten gesprochen haben. Gar nicht mehr irgendwie Heißluftballon oder Drohne oder sonst irgendwas. Es war von unbekannten Flugobjekten die Rede. Das hatte ja schon wieder so ein Geschmäckle, weil man weiß ja, wie die Menschen auf sowas reagieren, wenn sie irgendwas hören. Assoziiert man das ja sofort mit Außerirdischen und Sonstiges. Und da fand ich sehr interessant vor ein paar Tagen. Ich hatte mir eine Sendung nachts geschaut und war Werbepause gewesen. Und ich gehe auf den Videotext, das mache ich zwischendurch immer in Werbepausen und lese, was es Neues gibt. Und da war gleich so die Überschrift, irgendwie die UFOs sind keine Außerirdischen, sowas halt im Endeffekt. Da bin ich draufgegangen und dann ging es darum, dass diese Pressesprecherin vom Weißen Haus eben in einer Pressekonferenz gleich dazu erwähnt hat, dass dies verjagt keine Außerirdischen sind. Also sie haben keine Hinweise darauf, dass das irgendwie außerirdischer Herkunft ist. Und dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt wäre es mal interessant, es ist ja noch Werbung, ich gucke jetzt einfach mal so Nachrichtenkanäle, vielleicht ist da ja zufällig irgendwo gerade was in der Hinsicht drauf. Und suche mir einen Kanal raus, NTV, klick drauf und in diesem Moment ist ernsthaft gerade diese Pressekonferenz und die Pressesprecherin vom Weißen Haus und fängt in dem Moment gerade zu erzählen an von genau diesem Thema, dass diese UFOs nicht außerirdischer Herkunft sind. Das fand ich schon wieder so unglaublich, dieser Zufall. Ne? Das, also, da habe ich schon gedacht, da steckt doch irgendwas dahinter. Das gibt es doch wieder gar nicht. Ne? Also mir war am Anfang gar nicht bewusst, dass dieser Ballon, dieser vermeintliche chinesische Spionageballon überhaupt zu der ganzen UAP-Sache dass er da irgendwie mit reingezogen wurde. Aber anscheinend ja schon. Das war so der Auftakt von allem. Und danach ging es ja... Das war der Auftakt, ja. Das war der Auftakt. Und danach ging es so richtig... Was ist eigentlich aus diesem Ballon geworden? Weiß das jemand? Abgeschossen, geborgen. Und zwar unmittelbar danach. Und da gibt es auch Bilder, wie der geborgen wurde. Und es gibt auch mittlerweile solche Grafiken, die also zeigen, wie groß dieser Ballon war. Und vor allen Dingen auch, wie groß diese technische Apparatur war, die da unten dran hing. Ja, und zwar haben die das tatsächlich in der Breite mit einem mittelgroßen Düsenjet. Muss also ein riesiges Vieh gewesen sein, was da am Himmel entlang flog. Ja, und in den folgenden 3, 4 Tagen ging es dann los. Erstes Objekt Alaska, zweites Objekt Kanada, drittes Objekt Montana. Dann gab es eine Meldung aus China selbst. Ich glaube, sogar kam noch Mexiko danach. Aber dieser Abgleich, dass man zuerst dieser chinesische Ballon und plötzlich wurden überall Objekte abgeschossen und es dauerte ja nicht lange, zwar wurde tatsächlich hier von Objekten gesprochen, aber irgendwo schwang die ganze Zeit mit, ja wahrscheinlich sind das doch auch überwachungsähnliche Geschichten wie dieser Ballon, die von China kommen. Der Professor Simon hat dann in seinem Podcast davon gesprochen, keiner hätte gemerkt, alles wäre von West nach Ost geflogen, im Jetstream also, dass das also alles nicht propulste, nicht angetriebene Objekte gewesen seien. Viele der Senatoren, die gesprochen haben, haben sich ja so weit gar nicht drauf eingelassen. Aber einer, und der hat gesagt, im Briefing mit den Geheimdiensten hat mindestens das Objekt über Montana, war klar angetrieben, es konnte beschleunigen, es konnte abbremsen, es konnte lenken und es emittierte elektrostatische Energie. Und das hörte man ja schon zuvor, schon bei dem ersten oder zweiten Abschuss haben angeblich die Piloten berichtet, dass das oder eins der Flugobjekte mit ihren Sensoren Beeinflussung vornahmen. Genau, das habe ich eben auch gelesen bei Grenzwissenschaft aktuell. Wer die Seite kennt, da kriege ich immer so den Newsletter. Da ist es relativ gut mit Updates, diese ganze Geschichte mit den unbekannten Flugobjekten aufgelistet. Und da steht eben auch dabei, dass einige Piloten, Kampfjet-Piloten, gesagt haben sollen, sie hatten erstens technische Störungen, als sie dem Objekten nahe gekommen sind, und zweitens hätten sie es auch überhaupt nicht identifizieren können. Es ist ja schon komisch. Ich meine, wir haben ja, es ist jetzt absolut schon einige Tage her, wir haben immer noch nicht erfahren, was es ist. Beim chinesischen Heißluftballon war es ja klar, es war ein Ballon. Und bei denen spricht man ja immer noch, also Stand jetzt zumindest, ich weiß nicht, ob es jetzt schon was Neues gibt, nee, immer noch davon, dass es eigentlich unbekannt ist. Man hat die noch nicht bergen können angeblich und man wüsste noch nicht, was dahinter steckt.
Es gibt aber komischerweise schon Insider-Fotos angeblich, die habe ich auch bei Grenzwissenschaft aktuell gesehen, wo man so eine Art zylindrisches Objekt im Schnee liegen sieht. Das soll angeblich eins der abgeschossenen Objekte sein. Also es ist schon alles sehr komisch. Es passt halt ein bisschen zusammen mit diesen ganzen Geschichten, dass eine gefakte Alien-Invasion irgendwann mal bevorstehen soll. Und angeblich sind wir da gar nicht mehr so weit davon entfernt, um also eins der nächsten krassen Szenarien, die sie uns halt, uns Menschen halt unterjubeln wollen. Angeblich deswegen, weil vielleicht gute außerirdische Rassen mit uns in Kontakt treten wollen, wir in diesem Aufwachprozess auch sind und deswegen jetzt schnell eine gefakte eingeschoben werden muss, damit uns die guten Aliens als böse verkauft werden sollen. Oh, okay. Ja, aber dieser Bedrohungsmoment, der wird ja ganz rausgehalten. Also eine der Südstaaten-Senatoren, der sprach also davon, jetzt sei die Kuh aus dem Stall. Und jetzt müsse man der amerikanischen Öffentlichkeit rein Wein einschenken. Ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, dass wir diesen Ballon hatten und das dann, und den hat man abgeschossen. Und der Tatsache geschuldet, dass ja die Jetpiloten der amerikanischen Air Force behaupten, in Gebieten teilweise täglich diesen Objekten zu begegnen, dass mit diesem ersten Schwung des Abschusses, des ersten Ballons, eine Abschusserlaubnisfolge sich auslöste, man womöglich Objekte abschoss, die man die ganze Zeit eben nicht abschoss und die man ignorierte und die man in Entfernung einfach sein ließ. Denn du hast vollkommen recht, es ist jetzt der vierte oder fünfte Tag, also dass die in irgendeinem Yukon-Terrain in Alaska da vielleicht nichts finden mit Schneefall und ein, sagen wir mal, völlig zerstörtes Objekt in 1000 Teilen zugeschneit nicht finden. Okay, aber ein Objekt, das über Montana abgeschossen wurde, sollte also ja wohl mittlerweile geborgen sein. Ich finde das auf jeden Fall sehr interessant und ganz spannend, was da gerade zurzeit passiert. Zur selben Zeit, weniger bekannte UFO-Sichtung ist da auch passiert. Und zwar mein amerikanischer Kollege von meinem englischsprachigen Podcast-Projekt, Flying Chariots The Rise, der Dustin, der hat mir auch berichtet, der wohnt in Wisconsin, dass in Wisconsin auch ein UFO gesichtet wurde, in der Nähe vom Lake Wisconsin. Ist nicht so publik gemacht worden, aber war dort auch in den News, wurde auch ein UFO gesichtet, auch in den letzten paar Tagen. Also ganz, ganz krass, was da zurzeit passiert. Mit dem Ballon, wie gesagt, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass der so in diese UAP-Sache mit reingeraten ist. Offenbar ist es ja doch nur in Anführungszeichen ein Spionageballon gewesen. Ich weiß nicht, ich denke jetzt, wo du es vorhin gesagt hast, habe ich auch Bilder gesehen, wo die auf so einem Gummiboot diese Teile aus dem Wasser ziehen. Exakt, aber man da hat man eigentlich nie ein großes Geheimnis drum gemacht. Das war von Anfang an ein Spionageballon, anscheinend ein chinesischer. Und erst die danach kamen. Da wird plötzlich ein komisches Geheimnis drum gemacht. Die werden als unbekannte Flugobjekte bezeichnet. Keiner weiß, was es ist und keiner hat die geborgen. Also es ist alles, ich weiß nicht, will man damit von was ablenken? Weil ich meine, es ist ja auch dieser große Unfall da in Ohio gewesen, der ja auch in den Medien kaum besprochen wird, wo ja angeblich ein Zug entgleist ist und da irgendwelche giftigen Chemikalien dann als riesige Wolken in die Luft gekommen sind. Und manche Experten bezeichnen das schon als zweites Tschernobyl, wenn es so weitergeht da drüben. Vielleicht will man das damit vertuschen, ich weiß es nicht. Also es ist eine seltsame Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und davor auch schon die Zeit, wo sie die Navy auch UFO-Videos plötzlich freigegeben hat und immer mehr wird zugegeben, dass es tatsächlich da schon seit längeren UFO-Sichtungen gibt, die auch unbekannter Herkunft sind. Also das ganze Thema wird momentan ein bisschen in die Medien reingebracht. Und das ist ungewöhnlich, wenn man so die Vergangenheit denkt, wie das so in der Vergangenheit war. Es werden jetzt auch Stimmen laut so aus der UFO-Szene, sag ich mal, von Leuten, die mir jetzt persönlich bekannt sind, die dann auch ihre Meinung abgeben, die sagen, hey Mann, vielleicht hat das was mit dem Konflikt zu tun, der zurzeit herrscht. Hat ja jeder mitbekommen, was da jetzt leider so abgeht. Und vielleicht, dass es damit zu tun hat, dass vielleicht eine mögliche atomare Katastrophe, eine Eskalation droht. Und auch in der Vergangenheit wurden schon UFOs, UAPs beobachtet über Raketenabschusssilos mit Atomwaffen drin, die dann das Ganze lahmgelegt haben und wieder eingeschaltet und das dann wieder eingeschaltet werden konnte nach kurzer Zeit, alles in Panik geraten ist, dass das vielleicht damit zu tun hat. Finde ich auch einen interessanten Gedanken.
ist vielleicht nicht das, was ich jetzt selbst ultimativ denke, aber ich finde das einen interessanten Gedanken. Vielleicht hat es wirklich, wenn es denn wirklich von woanders her kommt, doch damit zu tun, dass es jemanden gibt, der da vielleicht ein bisschen aufpasst auf uns oder versucht aufzupassen auf uns. Oder man will die Gedanken der Menschen einfach auch weglenken von einer innenpolitischen Schau, von einem Zusammenkommen und einem Diskutieren über politische und moralische, geschichtliche Zusammenhänge, die ja also beispielsweise würde das, was die Nachkriegspolitik hier in Deutschland beispielsweise betrifft, ist also das, was im Moment passiert, widerspricht aller Logik und jeglicher Moral, die wir gelernt haben und auch Folgerungen aus dem Zweiten Weltkrieg, ich meine, Frieden schaffen ohne Waffen und so weiter. Und das also, das ist so eine Theorie, dass man also hier die Leute ablenkt mit allen möglichen Geschichten, die dann irgendwie ins Leere verlaufen. Also jetzt der fünfte Tag, die Nachrichten, die Medien berichten kaum noch davon. Scheint fast so, als wolle das jetzt auch sich einfach in Luft auflösen. Und das Einzige, was es gebracht hat, war, wir sind 5 Tage mit irgendeiner Luftnummer aufgehalten worden und konnten uns nicht über die wirklich wichtigen Dinge unterhalten. Hast du es so weit geschafft, dass das Thema UFOs plötzlich in den Köpfen von Menschen Ja. drinnen vorkommt, die eigentlich sich mit diesem Thema gar nicht beschäftigen? Und ich glaube, dass das vielleicht ein Teil dieser Strategie ist. Es soll immer mehr in den Medien das Thema UFOs reingebracht werden, um uns damit in Kontakt zu bringen. Vielleicht für das, was demnächst eben kommen soll. Ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Es gibt ja seit 40 Jahren, glaube ich, schon diese Pläne angeblich von Regierungskreisen, dass irgendwann mal eine gefakte Alien-Invasion stattfinden soll. Aus welchen Gründen auch immer, was auch immer, zu was sie dienen soll, ich weiß es nicht. Da gibt es ja auch dieses Project, ich glaube, es heißt Project Blue Beam, das ist ja so mit so Beamern kann man also inzwischen schon angeblich so krasse Sachen an die Luft zaubern, dass das so realistisch aussieht, dass wir das nicht erkennen würden, ob es jetzt ein echtes UFO ist, was da jetzt oben fliegt, oder ob das jetzt nur eine Projizierung ist, ne? Das scheint da auch eine Rolle zu spielen, dass man sowas dann einsetzt und dass man dann eben auch Fluggeräte einsetzt, die man im Geheimen gebaut hat, sei es jetzt, kommen wir wieder zu Area 51 oder sowas halt, ne? Ich meine, die haben ja anscheinend irgendwelche seltsamen Flugobjekte, die wir, wenn wir die sehen würden, wahrscheinlich sofort mit dem außerirdischen Fluggerät in Verbindung bringen würden. Und das nutzen sie dann möglicherweise dafür dann, ne? Und dann spielen die uns dann einen Krieg vor mit bösen Aliens, was man uns ja durch Filme ja auch schon seit Jahrzehnten einhämmern will, dass Aliens immer nur böse sind. Seit den 80ern, seit E.T. und Alf werden ja Aliens immer nur als böse dargestellt. Die kommen und wollen die Menschen vernichten. Das heißt, automatisch würden die Menschen schon mal so reagieren, wenn irgendwie tatsächlich da UFOs erscheinen würden und man sagt, das sind Außerirdische, dann würden die meisten Angst kriegen, weil sie das automatisch damit in Verbindung bringen. Aliens sind böse, die wollen uns vernichten, Schluss aus. Und dann faken die vielleicht irgend so eine Invasion, einen Krieg auch am Himmel, sind dann am Schluss die Sieger, das heißt, der gute Mensch hat gesiegt, die bösen Aliens sind weg und dann hat man vielleicht was sozusagen in uns reingebracht, dass wir ab dem Moment Aliens ganz anders gegenüberstehen. Wenn dann plötzlich doch gute Aliens kommen würden, die uns was Gutes wollen, dann würden wir die nicht mehr als gut akzeptieren, weil wir automatisch denken würden, die sind ja alle böse, die wollen uns ja nur Schlechtes und wären dann auch damit einverstanden, dass wir die direkt wieder bekriegen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so eine Art Vorbereitung. Also in der Corona-Zeit hat ja so ein krasses Framing tatsächlich stattgefunden, nämlich die Konzentration oder die Fokussierung auf virulentes Geschehen, was eigentlich alltäglich ist. Da hat man also die Aufmerksamkeit der Menschen geframed auf diese, dass also Viren mutieren und so weiter, alles vollkommen gängige Dinge. Und ich glaube auch, am heutigen Tag oder in zur jetzigen Zeit sind die Inzidenzzahlen, glaube ich, extrem hoch. Da hätte man also vor einem Jahr oder so, hätte man dann auch nach einem Lockdown gerufen. Ja, also Kontrolle über die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit der Menschen steckt sowas da dahinter. Aber das wäre dann auch tatsächlich Ablenkung. Aber von was? Würde man die Menschen versuchen, die Gedanken der Menschen versuchen abzulenken mit einem Thema, das man versucht hat, schon seit Jahrzehnten eigentlich von den Menschen ein bisschen fernzuhalten, weil man von irgendwas ablenken möchte? Ja, vielleicht, weil Ich sie möchte, dass eben die genau Leute. wissen, dass wir demnächst Kontakt haben. Vielleicht ist ja, wissen die Regierung ganz genau, dass demnächst sich die
positiven Alien mit uns in Kontakt treten wollen, und zwar öffentlich. Also nicht nur hier mit Regierungsvertretern, sondern mit der ganzen Menschheit. Und das wissen die vielleicht, dass es passiert, und wollen das aber natürlich nicht, weil es ja ihre Macht mitunter zerstören würde, den Kapitalismus und sowas halt im Prinzip, durch was die eigentlich existieren, die ganzen Eliten. Und deswegen versuchen die vielleicht jetzt im Voraus schon dafür zu sorgen, dass wir das negativ aufnehmen würden. Ich möchte den Gedanken vom Kai vorhin aufgreifen. Ich glaube nicht, dass der in die Richtung ging, wenn ich es nicht falsch verstanden habe. Dass versucht wird, abzulenken von anderen wichtigen politischen Themen, dass man da nicht drüber nachdenkt. Andere Sachen, die jetzt sehr wichtig sind und das, über die man nachdenken muss, dass davon vielleicht abgelenkt wird in Zuhilfenahme eines solchen Themas wie das UAP- und UFO-Thema, dass man aber die letzten Jahrzehnte versucht hat, von den Leuten fernzuhalten. Das ist für mich schon so ein bisschen skurril, dass man dann so ein Thema nimmt, wo man den Leuten seit Jahrzehnten versucht zu sagen, dass es dumm ist und Blödsinn ist. Wenn ihr drüber nachdenkt, seid ihr Aluhüte, was weiß ich, Spinner. Nimmt man da jetzt so ein Thema her und rückt sich damit ja selbst in ein komisches Licht, weil man ja seit Jahrzehnten versucht, das fernzuhalten von den Leuten und den Leuten einzureden, wenn ihr darüber nachdenkt, seid ihr ein bisschen... Ja, aber was ist größer als so ein Krieg? Was ist größer als so ein anstehender Atomkrieg? Ne? Also das ist die eine Frage. Die andere Frage, und das trifft nur zu, wenn es eben nicht sozusagen ein Unfall war in der Wahrnehmung und der Berichterstattung, dass man also zuerst diesen Ballon hatte und dann vielleicht irrtümlich glaubte, dass andere seien auch im Zusammenhang hier mit chinesischen Überwachungsmaßnahmen, und rutschte in dieses UFO-Thema hinein, was ja auch nicht mehr ganz so streng disclosed ist, seit 2018 mit der New York Times, der Veröffentlichung, diesen Videos und so weiter. Also nur wenn das nicht eine unglückliche Verkettung, dass man geordert hat, man glaubte überall die Ballons zu sehen, die chinesischen bösen Ballons, und schoss dann womöglich wirklich auf Objekte, die alltäglich zu diesem UAP-Thema gehören. Und jetzt haben wir den Salat, jetzt haben wir 3 UAPs abgeschossen, können das den Leuten aber auch so nicht erklären, weil da müssten wir einen viel größeren Step tun, als wir den eigentlich machen wollten in regards to disclosure. Und deshalb kommt da auch die ganze Zeit nichts. Auf der anderen Seite, wenn das so gewollt und kontrolliert ist, dann nochmal die Frage, was ist größer als ein Atomkrieg? Und das könnten, das ist eigentlich nur... Ne? Aliens oder Reptiloiden, die unter der Erde wohnen. Ja, also viel mehr geht da nicht. Flache Erde vielleicht noch. Und ich glaube eben, dass uns genau sowas, so eine Offenbarung bevorsteht. Es muss ja irgendwann passieren. Ich meine, das können sie ja nicht ewig unter dem Tisch halten. Irgendwann werden diese Wahrheiten auch mal ans Licht kommen. Und ich könnte mir eben, wie gesagt, vorstellen, dass sich positiv gestellte Aliens, die also uns gut gesinnt sind, dass die eben vorhaben, sich in näherer Zukunft uns zu präsentieren, das also letztendlich aufzudecken, das Ganze, und dass eben die Eliten jetzt mit aller Gewalt mal versuchen, das irgendwie in ein schlechtes Licht zu rücken, irgendwie davon abzulenken oder irgendwie, weil, wie gesagt, sobald sowas da wäre, dann würden die einfach ihre Macht verlieren. Ich meine, wenn der Mensch sich erkennt, dass der Kapitalismus und das Geld nicht das Wichtigste ist, dass es noch was anderes gibt, dann verlieren die ihre Macht, die hängen ja nur am Geld. Ich glaube, wenn wir es wirklich mit außerirdischen Rassen zu tun bekommen, die eine Million Jahre in die Zukunft uns voraus sind, was technische Entwicklung und auch evolutionäre Entwicklung einer artfremden Spezies repräsentieren, dass wir weit weg sind von Begriffen wie gut und böse beispielsweise. Das sind sehr dualistische menschliche Begriffe und Anschauungen. Wenn wir es wirklich hier mit Außerirdischen, die womöglich mit einem ganz anderen Denke, mit einer ganz anderen, die Welt womöglich mit einem ganz anderen Augen sehen, mit einem ganz anderen Bewusstsein sehen, dann glaube ich, dass es ganz schwierig sein wird, solche Begriffe wie gut und böse anzuwenden. Aber was mit dem ganzen Thema vielleicht nochmal interessant zu berichten ist, wir stehen jetzt kurz vor einer Veröffentlichung eines neuen Filmes, der heißt Disclosure Endgame. Und da hören wir also Stephen Greer sagen und einen anderen Wissenschaftler, ein farbiger, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, aber beide lassen sich also schon im Trailer ein und sagen, 90% dessen, was wir sehen, ist Fake. Fake in Hinsicht auf, es ist nicht das, was wir glauben, dass es ist,
sondern es sind sogar unsere eigenen weit fortentwickelten Flugobjekte, die wir hier sehen. Und ja, das wäre natürlich nochmal nochmal gerade, dass der Stephen Greer das sagt, der ja dieses ganze Disclosure-Movement ja auf die Beine gestellt hat, finde ich also sehr bemerkenswert. Ein Argument, was ich in der letzten Zeit, entschuldige bitte, Thorsten, Argument, was ich in der letzten Zeit sehr oft gehört habe, ist, wenn es UFOs wären, wenn es wirklich UFOs wären mit außerirdischer Herkunft, dann würden die sich nicht abschießen lassen. Und ich sage dann immer, warum denn nicht? Wieso spricht man ihnen immer oder dichtet man ihnen immer diese Unverwundbarkeit an, dass denen nichts passieren kann? Ich meine, gehen wir mal davon aus, dass Roswell vielleicht wirklich passiert ist, dieser Roswell-Vorfall mit dem UFO, das abgestürzt ist. Die waren ja auch nicht unfehlbar dann, wenn es denn wirklich passiert ist. Ich weiß es nicht, ist jetzt hypothetisch. Dann ist es auch abgestürzt, weil irgendein Fehler vorlag. Ne? Ist ja wahrscheinlich nicht an den Baum geflogen und dann explodiert, sondern ist ja auch dann irgendwie abgestürzt. Die Dinger sind nicht unfehlbar. Ne? Warum? Da muss man ein bisschen von dem Science-Fiction-Denken vielleicht wegkommen mit diesen Schutzschirmen und mit dieser Unfehlbarkeit und nur ja, weil das kommt von diesem Spruch, eine Technik, die uns tausende von Jahren voraus ist, wird uns anmuten wie Magie. Ja. Und daher kommt eigentlich diese Idee, dass die uns also so vollkommen überlegen sind, ja, was sie vielleicht mindestens im dreidimensionalen Spektrum des Seins vielleicht auch wiederum nicht sind, wenn wir unsere modernsten Waffentechniken und so weiter betrachten. Diese Außerirdischen könnte gut sein, dass die also in einer bestimmten Art und Weise mehrdimensional aufgestellt sind, dass sie sich nur auf einer ihrer möglichen Ebenen im Dreidimensionalen abbilden, aber vielleicht noch 80% ihres Seins sich im Fünfdimensionalen abspielt, aber dass eine Affektierung im Dreidimensionalen ja reichen könnte, hier so ein Flugobjektabsturzszenario zu generieren. Ich finde, das ist so unvorhersehbar und für uns Menschen, das ist wirklich wie, als wollte ein Hund versuchen, menschliche Wahrnehmung zu verstehen, wenn die wirklich es geschafft haben, interstellar zu reisen oder interdimensional zu reisen, dann müssen die von ihrer Wahrnehmung so komplex anders aufgestellt sein als wir, ja, dass wir wahrscheinlich unter auch ganz großen Zuständen der Verwirrung, dass die uns bevorstehen, weil es für uns einfach nicht nachvollziehbar ist, was die machen und warum sie es machen und wie sie es machen. Und das durchzieht ja auch tatsächlich das gesamte UFO-Thema. Vielleicht sind die uns aber technisch gar nicht alle so weit. Ich meine, es wird wahrscheinlich auch sehr viele verschiedene Rassen geben, die auch von einem Entwicklungsstand sehr unterschiedlich sind. Vielleicht sind die uns gar nicht so weit voraus, weil sie auch gar nicht so weit weg sind. Wir wissen ja gar nicht, ob unsere erdnahen Planeten nicht vielleicht doch bewohnt sind. Und uns wird einfach nur erzählt, dass da im Prinzip niemand drauf lebt, auch nur zum Mond zu gehen. Da gibt es immer die Geschichten von der dunklen Rückseite, dass die angeblich da bewohnt ist oder der Mars besiedelt ist, die Venus und so weiter. Also vielleicht sind die gar nicht so weit weg und dementsprechend auch gar nicht so weit von ihrer Technik uns voraus. Denn ich denke, wenn sie uns ganz weit voraus wären, dann würden sie vielleicht gar keine Flugobjekte mehr benutzen zum Transport, sondern würden sie es vielleicht über Portale machen. Dann brauchen die vielleicht gar kein physisches Objekt, in das sie sich reinsetzen und mit dem sie rumfliegen müssen. Die Aussage, dass dort nichts leben kann auf verschiedenen Planeten, die kommt ja von uns Menschen. Wir sagen, da kann nichts leben, weil dies und das. Es ist zu heiß, es ist zu kalt. Richtig, das beschreibt schon unsere begrenzte Sicht der Dinge. Das beschreibt unsere begrenzte Sicht der Dinge ganz genau. Darauf wollte ich hinaus. Das ist, wir müssen auch so denken, denn wir sind Menschen und wir kennen nichts anderes. Und wir gehen halt davon aus, dass wenn auf einem Planeten irgendwie minus, was weiß ich, wie viel Grad sind und wenig Atmosphäre oder keine Atmosphäre, nehmen wir einfach mal den Mars zum Beispiel, dass da nichts leben kann. Denn das ist nicht möglich nach unserem menschlichen Ermessen kann da nichts leben oder so. Das ist unser eingeschränktes Denken eben. Ja. Oder auch die Entfernung, das ist ja das Hauptargument. Die Entfernungen sind so weit, die kann niemand überbrücken. Aber dass die also auch nicht sehen, dass das nur die Sicht ist derer, die an diese Dreidimensionalität gebunden sind. Ne? Und das
Es ist eine sehr schulwissenschaftliche Sicht ja. auch, ne? Es ist, jetzt hat ein Kollege, weil du es jetzt gerade sagst, ich habe gestern und vorgestern mit einem Kollegen diskutiert über dieses UAP-Thema und er sagte, die kommen nicht irgendwie 140.000 Lichtjahre entfernt, um sich von uns abschießen zu lassen, ne? Ich sag, wenn du in der Lage bist, den interstellaren Raum zu bereisen, dann ist vielleicht die Entfernung und die Dauer spielt überhaupt keine Rolle mehr. Dann hast du vielleicht Möglichkeiten, das zack, in einer Sekunde zu tun oder in zwei Sekunden zu tun oder noch schneller. Ja, genau. Weil das spielt vielleicht gar keine Rolle mehr. Diese Diskussion dürfte es gar nicht geben, ob es jetzt 140.000 Lichtjahre sind. Ja, meine Rede. Das spielt ja gar keine Rolle mehr. Ne? Das ist dann vielleicht völlig egal. Und selbst wenn es 140.000 Lichtjahre sind, vielleicht schaffen die das auch in zwei Sekunden mit einem Antrieb, von dem wir nichts wissen. Also ich glaube, wenn die von sehr weit weg kommen, dann spielt die Entfernung, ist total irrelevant, wie weit das ist. Das ist völlig egal, glaube ich. Ja, und wenn wir auch überlegen in der Geschichte, wenn wir zurückgehen, wie lang eigentlich schon die Behauptungen gibt, dass der Mensch in Kooperation mit Außerirdischen steht und dann auch Anleitungen zum Bau von Flugobjekten bekommen hat und Technik übermittelt bekommen hat, dann sprechen wir schon von fast 100 Jahren, von denen wir auf jeden Fall wissen. Ich meine, wir brauchen jetzt nur ins böse Dritte Reich zu gehen. Da gab es ja dann auch diese Thule- und Friedel-Gesellschaft, die ja da auch angeblich, die ist Maria Orsic, die konnte angeblich so ein Medium, die konnte da auch in Kontakt treten mit anderen Sternsystemen. Ich denke, die waren mit dem Aldebaran-System in Kontakt gestanden oder was, Zeta Reticuli, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Und da haben die angeblich auch übermittelt bekommen, einen Bauplan für die sogenannte Jenseitsflugmaschine, ich denke, so hieß die. Und die haben die dann gebaut, diese Gesellschaft, und mit denen sind die angeblich dann durch so eine Art Portal in denen ihr Sternsystem vorgedrungen und hätten dann angeblich auch Kontakt mit denen gehabt. Also wenn man überlegt, es war in Zeiten des Dritten Reichs gewesen. Wenn es also tatsächlich stimmen sollte, dann verfügt auch der Mensch schon seit Ewigkeiten, also zumindest die Regierungen und wer auch dahinter steht, über die ganze Technik, um damit auch interstellar reisen zu können. Dann sind wir nicht gerade erst am Anfang, nur weil jetzt in den Medien von UAPs berichtet wird, sondern sind wir schon ganz weit. Und die haben es nur verheimlicht vor uns. Das ist im Prinzip alles. Das ist diese Geheimniskrämerei, die da stattfindet. Und vielleicht sind diese Außerirdischen auch gar keine Außerirdischen, sondern Innerirdische. Gibt es ja auch immer wieder die Gerüchte, dass im Prinzip unsere Regierungen gelenkt werden von nichtmenschlichen Wesen, Reptiloiden, Insektoiden, wie man es auch immer bezeichnen will. Ja, oder dass sie sich während der Evolution irgendwie so mit uns hineinverwurstet haben, dass also bestimmte gesellschaftliche Repräsentanz auf unterschiedlicher Ebene jeweils zugeordnet ist. Also Adlige oder Könige, dass die also hauptsächlich Reptiloide, weil sie dieses Prinzip des Königtums in sich repräsentieren. Vereinen oder das halt eben darstellen am ehesten. Nochmal ganz kurz zu den deutschen Flugscheiben, Haunebu und so weiter und Vril, die Glocke, also ich habe vor kurzem gehört, dass also die Glocke wohl historisch mehr oder weniger bewiesen ist, dieser Kammler, der dafür verantwortlich war, der existierte also und die ist wohl in Polen hat man wohl an diesem Ding gefertigt und das ist einer der Ableger, die Jenseitsflugmaschine, das war die erste Generation, wo die Nazis da versucht haben, auch im Zusammenhang mit dem Projekt Ahnenerbe, da hat man ja weltweit geforscht nach freier Energie und nach etwas, was die Deutschen auch abkoppeln würde von irdischen Ressourcen und so weiter. Ja, also da gab es Forschung, da gab es wohl auch Ingenieurstum und womögliche Bauarbeiten bis zu einem gewissen Punkt. Aber dass die Deutschen sowas wie interstellare Flüge machen konnten, da bin ich mir nicht sicher. Also geflogen sind sie womöglich mit einiger Wahrscheinlichkeit in solchen moderneren Objekten oder auch Flugscheiben ähnlichen Objekten. Aber wie weit dieses Fliegen ging, das ist ungeklärt. Ne? Da gibt es also nur eigentlich Mythisches dazu zu berichten. Ja, bei dem Projekt Glocke ging es ja dann auch darum, dass es gibt ja nicht viele Informationen darüber, aber es war ja ein streng geheimes Projekt,
Aber angeblich soll ja damit auch Zeitreisetechnologie verbunden gewesen sein. Also wenn man diese Glocke konnte angeblich Portale erstellen, durch die man durchgehen konnte und zum Beispiel Zeitreisen oder in andere Galaxien, andere Dimensionen vordringen konnte. Aber wie gesagt, das ist alles natürlich, also die Deutschen, das finde ich sowieso am interessantesten damals in der Dritten Reich. Mich interessiert das Kriegszeug gar nicht. Also die meisten beschäftigen sich da nur mit dem Krieg, der da stattgefunden hat. Ich finde eher so eigentlich das Mystische, das Okkulte, das Spirituelle, was da auch eine sehr große Rolle gespielt hat. Ne? Gerade Hitler und seine Gefolgsleute, dieser Kammler, wo du gesagt hast, oder auch Göring und so, die waren ja sehr versessen hier von dem Okkulten, vom Paranormalen auf der Wewelsburg, da wo sie ihre Rituale da abgehalten haben. Die haben ja dann ihre mit Ahnenerbe, was du schon gesagt hast, die sind ja in der ganzen Welt unterwegs gewesen und haben nach heiligen Relikten gesucht, Bundeslade, Heilige Gral und so weiter. Also die waren ja unglaublich versessen, die Nazis, von diesen ganzen Kulten und spirituellen Themen. Und da möchte ich nicht wissen, was die letztendlich da schon damals zustande gebracht haben, was die gefunden haben, zu was die in der Lage waren. Es gibt ja Geschichten auch, dass ganze Bataillons von Deutschen aus nichts verschwunden sind. Die wurden angegriffen und urplötzlich sind die wie durch so eine Art Portal plötzlich verschwunden und waren weg. Und wie gesagt, dunkle Seite des Mondes wird ja auch immer wieder berichtet. Es gibt ja auch diesen lustigen Film aus Deutschland, der das ja ein bisschen thematisiert, dass die da oben ihre im Prinzip sich zurückgezogen haben nach dem Krieg dann und dort oben ihre Stationen auch haben. Iron Sky meinst du? Iron Sky, genau, ja. Ja. Gandalf, Hutler auf einem T-Rex im zweiten Teil, also das ist schon. Kurzer Einwurf, ich bin nicht so in dem Thema drin mit der Glocke. Ist es denn Fakt, dass die Leute sich, oder sind es jetzt Gedanken, die man sich jetzt macht, dass dieses Teil Portale etc. vielleicht erzeugen konnte? Oder waren das schon damals die Gedanken von den Leuten, die das vielleicht oder wahrscheinlich entworfen haben? Also soweit ich das mitbekommen habe, ich habe ein Buch auch drüber gelesen, es gibt nicht so viele Infos drüber, sollte es eine Art Kriegswaffe wahrscheinlich sein. Also das war der erste Gedanke, eine Art Kriegswaffe zu erschaffen. Und dann hat sich aber an den Forschungen gezeigt, dass es ganz andere Dinge auslösen kann, eben Portale öffnen kann. Das war also am Anfang, wussten die noch gar nicht richtig Bescheid, es müssen auch sehr viele Menschen, die damit gearbeitet haben, gestorben sein an Strahlen, Erkrankungen und sonst was. Es muss sehr gefährlich am Anfang gewesen sein. Und dann haben die das so nach und nach anscheinend mitbekommen, zu was das überhaupt in der Lage ist, zu was sie das überhaupt nutzen können. Aber es ist, ob das jemals fertiggestellt worden ist und eingesetzt worden ist. Aber es sind ja wohl eher Gerüchte, so Gossip. Das sind eher so, ja. Es gibt so ein paar Skizzen, wie das dann ausgesehen haben soll, eben wie so eine Art Glocke eben, wie so eine Eichel, so ein bisschen hat es ausgesehen. Aber es ist alles nichts Offizielles. Aber jetzt mal, ja. Weil du es vorhin angesprochen hast, Thorsten, ich habe in zahlreichen amerikanischen Podcast-Episoden das gehört und auch von Leuten gehört, mit denen ich selbst Podcast gehabt habe, auf Englisch, vielen Gästen für meinen englischen Podcast, dass viele Leute der Meinung sind, dass Regierungen auf der ganzen Welt schon lange in Kontakt sind mit außerirdischen Lebensformen, intelligenten Lebensformen, teilweise in unterirdischen Stationen etc. pp. Was ist denn eure Meinung dazu? Seid ihr auch so auf dem Trichter, dass da wirklich schon Kommunikation besteht? Also ich kann mich da nicht so richtig mit anfreunden mit dem Gedanken, wenn ich ganz ehrlich bin. Natürlich denke ich, dass es außerirdisches Leben gibt und dass außerirdisches Leben uns vielleicht sogar besucht. Aber ich glaube nicht, dass da so eine richtige, schon eine Kommunikation besteht und dass da vielleicht schon irgendwelche Allianzen sich gebildet haben und dass da in unterirdischen Stationen irgendwelche Dinge ausgetauscht werden und Projekte da am Laufen sind. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt so ultimativ nicht. Ich finde den Gedanken ganz interessant. Natürlich, es interessiert mich, immer das zu hören. Aber anfreunden kann ich mich damit nicht. Wie steht es da bei euch? Wir können davon ausgehen, dass das Thema UFOs natürlich voll auf dem Schirm der Geheimdienste war. Auch nach Blue Book, während Blue Books, also diesem öffentlich bekannten UFO-Forschungsprogramm, da gab es also wahrscheinlich Dutzende nicht öffentliche Programme. Und da kann man es nicht ausschließen, gesetzt den Fall, wir haben es hier bei dem UFO-Phänomen tatsächlich mit einem Abbild außerirdischer Intelligenz zu tun.
dass es zu Kontakten kam. Wir wissen ja also beispielsweise beim Rendlesham-Vorfall, dass dieser Colonel Penniston da, der also direkt an dem Objekt war, das sogar abgetastet hat und dann in der Folge so eine Art Botschaften erhielt, dass der sehr genau debrieft wurde, dass das also bis in den Bereich der Mind Control oder der Gegenspionage dann fiel, dass der also danach von Man in Black innerhalb des Militärs, also aufs Äußerste verhört wurde, dem hat man alle möglichen Substanzen gespritzt, nur dass der Erlebnis, also zuerst nochmal durchlebt und genau beschreibt und dann wurde er aber auch behandelt in einer Art und Weise, die in dem Moment, wo er all das erzählt, dass das wieder ungriffig wird, dass das wieder nicht glaubwürdig wird. Und wenn das stimmt, dann gibt es also interne militärische Strukturen, die mögen nicht groß sein, die also womöglich dran sind an diesem Thema Kommunikation mit Außerirdischen. Aber öffentlich amerikanische Regierung ist irgendwie in einer Art Handshake mit Außerirdischen. Das halte ich für unwahrscheinlich. So geht es mir auch. Also ich streite nicht ab, dass es vielleicht Kontakt gab. Wir haben viele Berichte von Entführten, sage ich jetzt mal, UFO-Leuten, die von UFOs irgendwie an Bord genommen wurden, untersucht wurden oder was auch immer, Botschaften mitgeteilt bekommen hatten. Dafür gibt es zu viele sehr interessante Berichte. Ruwa, Zimbabwe zum Beispiel, Calvin Parker, der Pascagoula-Vorfall und noch viele, viele mehr. Dieses Pärchen fällt mir Name gerade nicht ein. Betty und Barney Hill. Betty und Barney Hill, genau. Viele interessante Berichte über solche Fälle und viele Berichte, die sich echt extrem gleichen. Ja, waren jetzt alles zivile Fälle, die du da beschrieben hast. Ne? Ja, natürlich. Also, deswegen sage ich auch, also ich streite gar nicht ab, dass es in irgendeiner Art und Weise Kontakt gibt, ne? dass Leute in Kontakt treten konnten auf zufällige Basis jetzt mit außerirdischen Lebensformen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob es so war, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es passiert. Ich sprach ja davon, dass es Leute gibt, die behaupten, hey, in einer Untergrundbasis, da gibt es Hybridenzuchtprogramme und da sind Grey Aliens, die sich shapeshiften in Menschengestalt und wieder zurück und dass sie da in zusammenarbeiten, zusammenleben in so einer Untergrundbasis, da tue ich mich schwer mit. Das ist aber das, was ich wiederum glaube. Also. Ja, und dass es interdimensionale Forschung gab, das ist ja, glaube ich, also das ist auch in Papieren der CIA, die jetzt veröffentlicht wurden nach so vielen Jahren, ist also klar, die haben sich tatsächlich dieser Forschung hingegeben, womöglich in Montauk, was ja schon immer schon unter Verdacht stand, mit den entsprechenden Protagonisten und was da berichtet wurde, dass also auch da diese Portale geöffnet wurden und dass durch diese Portale dann auch Hybrid- oder dämonenhaft anmutenden Wesenheiten durchgestiegen sind. Haben wir auch auf der Skinwalker Ranch gesehen, da haben das die Wissenschaftler von NIDS beobachtet. Das haben wir auch im CERN in der Schweiz, wird auch immer wieder berichtet, dass damit Portale geöffnet werden und dass Anwohner im Himmel seltsame Wolkenformationen und komische Dinge gesehen haben, dass da auch Objekte durchgekommen sind, wenn das Ding drin ist. Haben wir dafür wirklich Belege? Also ja, Belege ist das Problem. Es sind natürlich genau wie HARP, ne? HARP übrigens das Gleiche. Ja, ja. Sind halt Zeugenberichte, Beweise in dem Sinne, das ist ja genau das, was mangelt. Aber ich glaube, da kommen dann diese Men in Black wieder ins Spiel. Man hört dann halt auch immer wieder, sobald Filmmaterial Gutes vorliegt, Fotomaterial, dass dann eben Besuche abgehalten werden bei den jeweiligen Zeugen. Und die werden dann mundtot gemacht, die Materialien werden konfisziert. Also das ist was ich, Kontakt mit Außerirdischen, ich glaube, bei vielen Dingen bin ich so, dass ich sage, ich halte es für möglich. Aber beim Kontakt mit Außerirdischen bin ich mir fast sicher, dass das existiert, dass da unsere Regierungen, wer auch immer sowieso das sind, vielleicht sind es selbst schon keine menschenartigen Wesen, dass die irgendwo Kontakt haben und Vereinbarungen haben, also gerade diese Alien-Abductions-Geschichten,
Ich befürchte, weil viele Zeugenberichte dahingehend lauten, dass nicht nur Außerirdische gesehen werden in diesen Momenten, wenn sie entführt werden, wenn sie untersucht werden, sondern dass sie auch oft berichten, sie sehen eben Menschen, zumindest menschenartige Wesen. Deswegen befürchte ich, dass da nicht nur Kontakt besteht, sondern dass da direkte Abkommen bestehen, dass unsere Regierung und wer auch immer dahinter steckt, mit irgendwelchen außerirdischen Wesenheiten Abkommen getroffen haben, dass zum Austausch für Technik zum Beispiel, dass dann eben wir Menschen untersucht werden dürfen, entführt werden dürfen. Ich befürchte also, dass das alles in Kooperation geschieht und dass unsere Vertreter es mit uns gar nicht gut meinen, sondern dass wir eher so eine Art Versuchskaninchen sind, Beobachtungsobjekte sind. Es gibt ja immer wieder auch die Geschichten, dass wir eigentlich selbst erschaffen worden sind von einer außerirdischen Rasse, die Anunnaki zum Beispiel, dass die uns als eine Art Arbeiterrasse hier auf dem Planeten erschaffen haben. Und deswegen uns auch gar nicht als vollwertige, gleichwertige Wesen ansehen und dementsprechend auch mit uns machen können, was sie wollen, weil sie unsere Erschaffer sind und wir eigentlich nur ihre Sklaven sind, ihre Testobjekte und sowas sind. Also ich befürchte, da schlummert ganz viel Dunkles und Schlimmes im Hintergrund. Und deswegen wird das Thema auch eben so geheim gehalten, weil wenn das an die Öffentlichkeit kommen würde, wenn wir erfahren würden, was wirklich mit uns passiert, was hier wirklich abgeht, ich glaube, da würden wir alle mit den Ohren schlackern. Damit tue ich mich schwer. Also ich will deine Meinung natürlich nicht kleinreden. Der steht dir auf jeden Fall zu. Ich tue mich schwer damit. Für mich klingt es doch sehr nach Science Fiction, obwohl es natürlich sein kann, ganz klar. Natürlich, möglich ist alles. Ich frage mich nur, wie könnte so ein Austausch aussehen? Was hätten wir denn zu bieten einer möglichen außerirdischen, sehr weit entwickelten Spezies, die uns sehr weit voraus sein muss natürlich, wenn sie den interstellaren Raum bereisen kann, also müsste. Ich weiß es ja nicht. Was hast du denn zu bieten im Austausch? Gibst du denen, wie du schon sagst, vielleicht Menschen und Tiere zu Versuchszwecken? Das ist ja irgendwann mal gut. Von diesen Tierverstümmelungen und von Entführungen durch Außerirdische hören wir jetzt schon seit Jahrzehnten. Vielleicht müssen die uns gar nichts geben. Vielleicht ist der ganze Planet hier so eine Art Versuchsplanet, auf dem einfach nur Menschen für Experimente gezüchtet werden. Natürlich geht es sehr weit. Das weiß ich natürlich auch nicht. Das sind ja alles so Theorien, die halt rumschwirren. Aber es gibt halt doch sehr viele Whistleblower und sehr viele Menschen, die Dinge erlebt haben. Den möchte ich nicht allen abstreiten, dass die nur Schmarrn erzählen. Ne? Es sind einfach zu viele. Gerade in der UFO-Thematik und Alien-Thematik gibt es einfach zu viele Sichtungen, zu viele Zeugenberichte, auch hochrangige Personen, die man ernst nehmen kann. Was wirklich dahinter steckt, na klar, das wissen wir alle nicht, das weiß ich auch nicht. Also das finde ich ganz interessant, der Gedanke kam mir eben schon. Wir haben also im Paranormalen haben wir eine Art Systemik, die nennen wir, wie heißt das? Probable Deniability? Nee, nicht Probable. Wie heißt die? Was ist eine von euch? Also es geht darum, dass innerhalb des Paranormalen eine Systemik besteht, die es Zeugen des Paranormalen möglich macht. Ja, Probable Deniability. Und zwar ist Probable Deniability heißt logisches Abwehren. Dass das Paranormale selbst, also Menschen, auch Argumente an die Hand gibt, sich dem Ganzen abzuwenden. Und das tut mit einer bestimmten Probability, mit einer gewissen, dass da mit Substantialität sozusagen. Und im Grunde genommen sind die Men in Black genau die, die im UFO-Thema die gleiche Funktion erfüllen. Nämlich genau da, wo also die Beweise hart werden könnten, Hard Evidence, wo dann Filme existieren, da sind es die Men in Black, die einschreiten, diese Filme verschwinden lassen. Aufgrund dessen, dass keine, das hat man ja der Ufologie immer vorgeworfen, dass keine harten Beweise vorlägen, man vielen Menschen guten Grund an die Hand gegeben hat, sich dem Thema auch abzuwenden. Das fiel mir nur gerade ein, es ist ein witziger Twist, dass eigentlich die Men in Black die Agenten der Probable Deniability sind in der Ufologie. Interessant, ja. Ja. Und dieses System ist im Paranormalen übrigens sehr präsent. Also wir beobachten die auch in unseren Sitzungen und das wird diskutiert in den Papers, dass also das Paranormale sich immer wieder auch selbst abschwächt und Argumente an die Hand gibt, sich mit Grund abzuwenden. Das ist also in der
philosophischen Diskussion sollte man nicht missachten. Ja, bitte, Thorsten. Aber Kai, da ist immer ganz interessant an dich die Frage. Du hast ja auch schon gesagt, dass in den Sitzungen auch Kontakt mit Außerirdischen mitunter schon mal aufgetreten ist. Was sagen die denn dazu? Wie kommentieren die Situation? Sagen die, dass das Kontakt besteht mit uns Menschen, dass sie uns schon besucht haben, oder haben die sich da noch nie dahingehend geäußert? Nee, dahingehend haben die sich noch nicht geäußert. Die haben sich eigentlich eher immer mehr auf so einer existenziellen bis existenzialistischen Ebene geäußert, was also das Spezientum überhaupt im Weltenraum betrifft und was Verwandtschaftlichkeiten betrifft, innerhalb von Spezies, Wesenheiten, die wir erleben in unseren Träumen, Fantasien und Geschichten. Wir sind ja in Wirklichkeit, ist das ja halt eben noch nicht so real, sondern nur ja, halb real. Was es auf sich hat mit diesen Ideen von Außerirdischen. Und da geht es also um Ansätze, die sehr holistisch sind und morphogenetisch sind. Die Verbindung, dass also all die Wesen von Reptiloiden über kleine Grauen, dass das letztlich alles Humanoide sind und dass wir sowieso von denen nur wissen, weil sie Teil unserer Spezies sind. Und es geht um Ethik und Moral und was Ethik und Moral in einem Weltenraum, wo Wesenheiten mit einem ganz anderen Bewusstsein existieren, was das für die bedeuten könnte. Was es auch bedeutet, dass wir davon ausgehen können, dass es da draußen womöglich, wenn wir wirklich so vielzahlig da draußen belebt sind, dass es da x Spezies geben wird, die überhaupt keine Ahnung haben, was gut und böse ist. Dass das Themen sind, die hier mit uns Menschen gewachsen sind in dieser Dualitätsevolution. Und dass es da draußen Wesen gibt, die haben keine Ahnung, was das ist. Und die schreiten womöglich auch mit Mitteln voran. Da werden wir Menschen womöglich entsetzt und würden sagen, ach du meine Güte, wo kann ich mich hier vergraben? Das wissen wir alles nicht. Dann kann es natürlich, dann wird es wahrscheinlich aber auch Wesen geben, die diese Prinzipien womöglich noch in einer übergeordneten Form repräsentieren und dafür kämpfen und stehen. Und das ist das, worauf du dich hier jetzt heute Abend schon mehrfach bezogen hast, dass es sowas gibt wie eine Allianz, die durchaus Begrifflichkeiten hat von Gut und Böse, von Moral, Ethik, Tugenden und so weiter. Und dass die letztlich dafür steht, dass unter Außerirdischen so ein Begreifen von Wirklichkeit sich möglichst verbreitert, ganz schnell, dass so ein moralisches Handeln und Tun eine Wertigkeit für alles Leben hat und dafür stehen. Und das sind dann angeblich diese Bruderschaften da draußen und die immer wieder auch in Kontakt mit Medien gekommen sind, ja auch über uns, dieser Zeta Reticulianer, der da kommuniziert. Ja, ganz interessant. Also immer wieder sehr überraschend, was da gesagt wird. Aber jetzt speziell auf die letzten 50 Jahre Bezug genommen, ob es da eine Art Kontakt gab mit einer politischen Elite oder Klasse, haben wir da jetzt noch nichts konkret erfahren. Ja, ich befürchte halt eben auch, dass die dass diejenigen, die vielleicht mit unserer Regierung zusammenarbeiten, auch wahrscheinlich nicht unbedingt als positiv bezeichnet werden könnten. Wenn wir jetzt damit den Begriff Reptiloide nehmen, man betrachtet sich jetzt mal Reptilien, das sind ja relativ, man bezeichnet es als gefühlskalt. Ne? So ein Reptil hat ja jetzt keine, es hat vielleicht noch ein bisschen Muttergefühle, das Krokodil am Anfang bringt seine Jungen vielleicht noch in Sicherheit, aber irgendwann ist Feierabend und dann fressen die sich auch gegenseitig auf. Und wenn wir zu Insektoiden gehen, ist es noch viel schlimmer, denn Insekten kann man jetzt nicht wirklich eine Gewissen oder sowas zu andichten. Ich denke, das sind relativ gefühlskalt. Und wenn das natürlich Wesen sind, die sich entwickelt haben aus Reptilien oder aus Insekten heraus, die zu einer hochentwickelten Spezies geworden sind, dann müssen wir halt einfach auch befürchten, dass auch denen ihr Charakter eben entsprechend gleich geblieben ist und dass die eben
reptilisch oder insektenmäßig reagieren würden, dass die also sowas wie Gut und Böse tatsächlich nicht kennen. Und wenn die natürlich mit unserer Regierung zusammenarbeiten, dann, naja, dann ist es natürlich nicht so gut für uns. Ich finde den Gedanken, dass sich dieses Konzept von Gut und Böse vielleicht für für mögliche außerirdische Lebensformen keine Rolle spielt, ganz interessant. Denn bei uns hat sich das ja so herausgefiltert aus der Religion, würde ich sagen. Dieses Konzept von Gut und Böse, was ist gut, was ist böse, was darfst du nicht. Dass das für andere, vielleicht für weiterentwickelte, ja, meinst du nicht, dass es umgedreht Rolle war? Spielt. Meinst du nicht, dass es umgedreht war, dass eher die Religion Ausdrucksform wurde von so einer Art Schwingung des Guten, Schwingung des Bösen? Denn das hat definitiv Schwingungscharakter. Wenn du was gegenüberstehst, wenn vor dir ein Verbrechen verübt wird, dann springt das Schwingungsqualitäten, die man spüren kann, genauso beim Guten. Und dass die Religion eher, das dann in Formen, in Erzählformen gebracht hat, dass es für uns greifbar und lebbar wurde, dass es zur Tugend werden konnte. Das kommt mir gerade so. Also ich meine, Gut und Böse ist sowieso ja eine Ansichtssache. Ich meine, ist ein Löwe deswegen böse, nur weil der eine Gazelle reißt, weil wir Gazellen so niedlich finden? Naja, gut, bei der Natur. Ja nicht böse. Er macht es ja, weil es seine Natur so ist. Er braucht ja was zu fressen. Er ernährt sich und seine Jungen davon. Genau, also ist neutral, aus der Sicht des Löwen ist er ja nicht böse, ne? Und eine Giraffe ist ja deswegen nicht gut, nur weil die Blätter frisst und sowas. Das ist ja immer nur eine Ansichtssache, wie wir Gut und Böse definieren. So, ne? Ja gut, ein Tier tötet ja, weil es Hunger hat oder weil es fressen muss oder das Rudel versorgen muss. Der Mensch tötet ja teilweise auch, weil er einfach Bock drauf hat, leider. Ja. Oder aus viel primitiveren Gründen als ein Tier jetzt. Ich glaube, um sich weiterzuentwickeln und vielleicht eine Spezies zu werden, wie die uns vielleicht besuchen, musst du dich von solchen Konzepten ablösen, glaube ich. Einfach von diesem Denken ablösen, von diesem Gut und Böse und vor allem von der Religion. Ich glaube, die Religion hält einfach eine Spezies, egal ob wir es jetzt sind oder jemand anders ist, davon ab, irgendwann mal so weit zu sein, den interstellaren Raum zu bereisen und sich auf solche Abenteuer zu begeben, wie es vielleicht irgendwelche Spezies schon tun. Ich glaube, da musst du ganz anders irgendwie ganz anders die Bewusstsein haben. Die Kirche ist die Institution, in der die meisten Kriege geführt worden sind. Also die Kirche als was Positives zu bezeichnen, da tue ich mir sehr schwer. Die Menschen können gern glauben und können ihre Religion für sich ausleben, aber die Kirche als Institution, davon halte ich gar nichts. Also das ist, ich glaube, eine ganz schlimme Einrichtung. Also ne, gerade die, naja, ich will zwar lieber keine Namen nennen oder keine bestimmten Glaubensrichtungen nennen, aber... Ja, immer wenn sich sowas institutionalisiert, ne, dann wird es also schwierig und passieren große Ungerechtigkeiten und verharten und verhärmen sich die Dinge, die vorher als Ideal einfach nur frei lebbar waren, sobald das institutionalisiert, genauso war es im Spiritualismus oder im Spiritismus, sofort wurden da dann Restriktionen und Regeln. Ja, und bei der Kirche geht es natürlich noch weiter bis zu den Kriegen, bis zur Pädophilie und so weiter. Ja, das sind letztlich menschliche Schwächen, die dann da es verhindern, dass so eine Institution zur vollen Repräsentanz seiner eigentlichen Idee kommt. Aber ganz kurz, du hast was ganz Wichtiges gesagt eben, Daniel, das Überkommen dieses dualen Prinzips. Und das ist laut unseres Hauptkommunikatoren von Zeta Reticuli, ist das die eigentliche Spiritualität des dritten Jahrtausends, die uns bevorsteht, das Ablösen von diesem dualen System, das also sehr ich-bezogen ist und dass die Spiritualität eines dritten Jahrtausends sich vom Menschen eigentlich wegbewegt und in den Kosmos schaut und den Menschen zu einem Bürger kosmischen Grades werden lassen wird und damit dann auch das Überkommen des Verständnisses eines biologischen Kreislaufs, dass wir also hier von Ängsten besetzt sind und so weiter und uns begreifen als ein höheres spirituelles Wesen, das in einer
Vielzahligkeit den Kosmos belebt, weil die Seele eigentlich multidimensional ist und wir eigentlich hier nur ein winziges repräsentatives Teil sind von etwas gigantisch Großem, von dem der Außerirdische behauptet, es sei der eigentlich oder einer der wenigen wirklich legitimen Bewohner des Universums, das Bewusstsein. Er beschreibt das Bewusstsein als eine Entität, von der wir alle letztendlich abhängen, ein gigantisches Feld, das zentral verbaut ist mit dem Bau eines interstellaren Universums und dass dieses Bewusstsein in seiner Natur sich am Anreichern ist und wir sind alles letztendlich Fühler dieses Bewusstseins und wenn es diesen Körper nicht mehr gibt, dann wird dieses Bewusstsein nicht vergehen, sondern wird an einem anderen Ort im Universum Informationen austauschen und letztendlich geht es um einen Moment, wo Information sich verdichtet zu einem Grad, wo es sich nicht mehr in einem informellen Universum halten kann und überkippt in ein neues Universum sich ergießt. Das wäre das Prinzip von Realitäten, die ja nur auf der Ebene eines Bewusstseins überhaupt definiert sein können. Und hier sind wir also alles letztendlich einmal Handlanger solch einer riesigen, gigantischen Bewusstseinsentität, aber auch befüttert werden wir von dieser natürlich. Und im Endeffekt geht es darum, eine neue Blase an Realität zu kreieren. Das geht jetzt sehr weit, aber das war eben ein Stichwort für mich, als du sagtest, Gut und Böse zu überkommen, das duale Prinzip zu überkommen. Wenn wir davon sprechen, es gibt einen Paradigmenwechsel im Denken und Verstehen, im Bewusstsein des Menschen, dann könnte das durchaus so sein, wir überkommen Begrifflichkeiten wie Gut und Böse und treten ein in eine Sphäre, wo wir das von oben beobachten, von einer höheren Warte aus und wo wir ja auch in einer höheren Klasse von Gefühlslage uns irgendwie befinden und wir das Individuum als angstbesetztes, suchtbesetztes, also Entität verstehen, als rein temporäres, ja, ein Wegwerfmodell und wir werden noch eintreten in unzählige Leben. Und wenn wir das dann einst verstanden haben, dann stehen wir eigentlich einer Spiritualität eines neuen Millenniums gegenüber, eines neuen Zeitalters gegenüber. Und dieser Paradigmenwechsel hat dann stattgefunden. Ja, es gibt ja nun mal auch die Theorie, dass wir in einer Art Matrix leben, dass ja sozusagen das alles um uns herum eine virtuelle Computersimulation ist, eine Art Spiel. Es verdichtet sich immer mehr, also immer mehr Vertreter und Experten unterstützen diese Theorie. Elon Musk ist ja ein recht bekannter in der Hingehend. Der Film Matrix, den wir ja kennen, Keanu Reeves muss, glaube ich, selbst gesagt haben, das ist eher eine Dokumentation als ein Spielfilm. Wenn das natürlich zutreffen sollte, dann kann es natürlich auch sein, dass diese ganzen spirituellen Themen, die ganzen paranormalen Themen eigentlich alle gar nicht real in dem Sinne sind, sondern alles eigentlich nur eine Art virtuelles Spiel ist von irgendwelchen höheren Mächten. Und wir sind alles geleitete kleine Spielfiguren, die eigentlich gar keinen wirklichen eigenen Willen vielleicht haben. Wir glauben es vielleicht, aber im Prinzip werden wir gesteuert. Ich meine, was haltet ihr davon, von dieser Theorie? Erstmal möchte ich noch was ergänzen zu dem, was wir vorher gesagt haben. Ich finde es sehr erschreckend, weil wir über Religion gesprochen haben, das Ablegen von Gut und Böse. Ich finde es immer wieder erschreckend, wenn ich mit Leuten spreche, auch in meinem Bekanntenkreis, die sich vorstellen können, dass ein Mann vor vielen, vielen Jahren übers Wasser gegangen ist, das Ganze für bare Münze nehmen und wirklich denken, dass es passiert ist. Vielleicht war es so, ich weiß es nicht. Und Lahme zum Gehen gebracht hat, dass ein anderer Mann mit seinem Zauberstab das Meer geteilt hat, alle da durchgewandert sind, aber sich nicht vorstellen können, dass es irgendwo in diesem Riesenuniversum noch einen Planeten gibt, auf dem Leben gibt, das unserem ähnelt. Das ist so dermaßen fernab von deren Realität,
Und ich, ja, weil es ihnen halt von klein auf so eingetrichtert wird von den Medien. Natürlich. Ich bin, fängt in der Schule ja an und das zieht sich ja so durch. Natürlich, es wird uns so beigebracht. Durch Schule, Eltern, Fernsehen etc. pp. Und Medien. Ich bin den Leuten auch nicht böse deswegen oder so. Ich finde es immer nur wieder erschreckend, dass sowas, was eigentlich nach allem, was man jetzt weiß und mitbekommt, so was immer mehr öffentlich wird, dass das so weit weg ist noch und dass das so belächelt wird. Aber diese Sachen, die jetzt zum Beispiel in der Bibel stehen, sage ich mal zum Beispiel, biblische Geschichten teilweise wirklich wörtlich genommen werden und dass man das wirklich ultimativ glaubt, dass das so passiert ist. Ne? Ich meine, ich finde das. Das ist aber kein zeitliches Phänomen, sondern es ist eher ein kulturelles Phänomen. Denn wenn du in der jetzigen Zeit in andere Kulturen gehst, Südamerika, Asien, dann lachen die dich wiederum aus, wenn du erzählst, dass du nicht an Geister glaubst oder an Wiedergeburt. Dann ja, denken die, du spinnst. Also das ist eher was ja, ein Problem der Industriestaaten, besonders der westlichen Industriestaaten. Hier wird halt alles Paranormale, alles, was irgendwo in den mystischen Bereich reingeht, wird von uns ferngehalten, wird als Spleen hingestellt, Schwachsinn. Und wer daran glaubt, der kommt eine Zwangsjacke so ungefähr. Das wird also halt im Prinzip vom System so bestimmt, dass wir das nicht glauben dürfen und dass es nicht existieren darf. Und wie gesagt, in anderen Kulturen ist es genau andersrum. Also für die ist es völlig normal, dass ihre Geister existieren, ihre Ahnen, mit denen sie in Kontakt treten können und sonstiges. Ne? Ja, und was du da beschreibst, das ist das dogmatische Geschehen um dieses Kulturphänomen Religion, also beispielsweise die Evangelikalen, die sich ja als noch radikaler als die Katholiken letztendlich entpuppt haben, ja, die verbieten das in ihren Lehren. Und da werden die Kinder aus den Schulen genommen und werden zu Hause solchen Lehren ausgesetzt. Und da gab es, ich glaube, es gab keine Dinosaurier, der Mensch stammt nicht von so einer Art tierischen Evolution ab. Und natürlich gibt es auch keine Außerirdischen. Alles findet in diesem Pantheon hier auf Erden statt. Die Erde, der Mensch ist absolutes Zentrum jedes Denkens und der Gott, Jesus und die entsprechenden Identifikationspersonen sind die entsprechend transzendenten Abbilder davon. Du hast vollkommen recht, da wird das die Sicht nicht erweitert. Und da ist auch keine Logik da, sondern Logik wird ersetzt durch hingebungsvollen Glauben. Sehe ich ja, ganz genauso. Ich sehe das ganz genauso. Das ist wirklich teilweise erschreckend. Ich glaube, dieses Bewusstsein für all die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen und dass man sich ein bisschen mehr auf solche Dinge, auf solche Ideen auch einlässt. Man muss es ja nicht ultimativ glauben. Man muss nur vielleicht das Bewusstsein dafür entwickeln, dass es sowas geben könnte. Und dann, das ist ja schon mal ein Anfang, dass man sich dann, ich glaube ja auch nicht ultimativ alles. Wer mich kennt, der weiß das ja, dass ich da echt mir mit manchen Sachen schwer tue, aber ich halte nichts für unmöglich. Ne? Ich halte auch, um jetzt mal auf Thorstens Frage zu kommen, ob wir uns vorstellen können, dass wir wirklich in so einer Matrix leben. Ich halte es nicht für unmöglich. Ich kenne die Berichte von Leuten, die mit DMT experimentiert haben, die ständig darf genau von diesem Thema berichten, dass du dann eine ganz andere Ebene betrittst. Ne? Viele werden jetzt sagen, ja, es ist eine Droge und mit in Zuhilfenahme einer Droge und dann, klar, ändert sich dann alles visuell und auch akustisch. Ja, entschuldige, dass ich eben da nicht auf deine Frage drauf eingegangen bin, aber ist es denn nicht so, ist es denn nicht eigentlich klar, dass wir in der Matrix leben, die unser Wahrnehmungsgefüge uns baut? Das, was ich sehe, kann ich anfassen. Das, was ich anfassen kann, da kann ich dran riechen. Das projiziert in das Chaos der Moleküle unsere belebbare Realität. Und das macht möglich, dass wir als zum Körper gewordene Bewusstseinseinheit ein Leben führen können in einer projizierten Welt. Und wir projizieren die ist da, weil unser Wahrnehmungsgefüge aber in erster Linie so geschickt und intelligent ineinander greift, dass das halt eben hier eine logisch belebbare Realität ist, wo wir gemeinsame Regeln aufstellen können, Gesellschaften gründen können und so weiter. Das wäre ja ohne diese Matrix sozusagen überhaupt nicht möglich.
die Idee, dass diese Welt, die wir sehen, das Resultat eines sinistren Motives ist, das uns Menschen womöglich im Hintergrund als Batterie missbraucht, das kann man auch nicht ausschließen. Ich habe mir vorhin überlegt, schaut mal, wir haben gesagt, wie ein Hund womöglich versucht zu begreifen, wie ein Mensch begreift, wie wenig das möglich ist. Und wie wir Menschen dieses kollektive Bewusstsein, das kollektive Erleben evolutioniert haben. Naja, so könnte es ja sein, dass also auch die Reptilen ein vollkommen anderes Erleben der Welt neben unserer Wahrnehmungs- und Wirklichkeitsblase gibt es eine reptiloide Wirklichkeitsblase. Von der haben wir keine Ahnung. Die hat sich womöglich auch in andere Wahrnehmungsräume hinein entwickelt, in denen irgendwelche Schlangen auf Thronen sitzen und reptiloide Königswesen sind. Ja, weil wir aber auf einer bestimmten Ebene, nämlich hier auf der Welt, einen Wirklichkeitsraum auch teilen, gibt es womöglich Ebenen, wo sich beides berührt. Und dann gibt es so Erlebnisse mit reptiloiden Wesen und so weiter und so fort. Ja, es ist ja auch eine Schwingungsgeschichte. Es wird ja immer gesagt, wir befinden uns auf einer gewissen Schwingungsebene und können auch nur das wahrnehmen, was sich auf dieser Schwingungsebene befindet. Schon allein Tiere haben ja oft eine ganz andere Wahrnehmung. Also man sagt ja immer, Katzen, aber auch Hunde und sowas nehmen ja übersinnliche Dinge wahr, die wir nicht sehen können, weil es eben auf einer anderen Schwingungsebene stattfindet. Deswegen ist für mich gut vorstellbar, dass direkt neben uns andere Welten existieren, die sogenannten Parallelwelten, die immer um uns rum sind, durch die wir vielleicht durchlaufen, die wir aber einfach nicht sehen können, nicht spüren können, weil die auf einer anderen Schwingungsebene, auf einer anderen Frequenz sich befinden. Mhm. Ja, das ganz genau so kann man das sagen. Genau, ja. Kann durchaus sein, dass wir wirklich mit so einer Wirklichkeit konfrontiert werden können, wo tatsächlich Reptiloide existieren und wo die auch tatsächlich Teil unserer eigenen Evolution sind und die womöglich Mittel und Wege gefunden haben, womöglich gesellschaftliche Klassen von uns nach wie vor über die Reptiloiden, über die reptiloid-humanen Gemeinsamkeiten, denn wir haben ja ein reptiloides Gehirn und Anlagen, dass es da für so eine entwickelte reptiloide Spezies, die sich vollständig abseits unserer Welt, menschlich Wirklichkeit entwickelt hat und dass es dann da doch Zugriffsmöglichkeiten gibt, von denen wir keine Ahnung haben, weil wir solche Themen nicht thematisieren oder erst neuerdings thematisieren, parallele Welten und so weiter. Was die Welt wirklich ist, was Wirklichkeit wirklich ist, sind ja alles Themen, die ja nun mal wirklich nicht alltäglich sind und nur in so einem Rahmen hier diskutiert werden. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es reptiloides, höher entwickeltes reptiloides Bewusstsein gibt, als wir das womöglich meinen, weil wir meinen, Reptiloiden sind da kleine Schlangen. Hier bei uns auf dieser Ebene, wo wir uns mit denen kreuzen, sind das kleine Schlangen. Aber wer weiß, wo reptiloides Bewusstsein sich mittlerweile hinentwickelt hat, wo wir keine Ahnung haben, dass es existiert. Ich habe mal gehört, dass du bei einer deiner Sitzungen, bei deinen dass du mal eine Art Portal im Raum erzeugt hast aus Ektoplasma oder so, wo du dann reingegriffen hast und dann deine Hand regelrecht drin verschwunden ist. Dachte ich, hätte ich mal irgendwo gehört oder gelesen. Ist das richtig? Mhm, ja. Was ist da genau passiert? Kannst du es mal schildern? Also ich kann es eigentlich hauptsächlich schildern von der Wahrnehmung derer aus, die das von außen sehen, weil was die Spirits da öffnen oder nicht öffnen, ist auch für mich genauso wie für den Betrachter erstmal ein Rätsel, aber es entstand wohl plötzlich ein, es ist ja relativ dunkel, ne? Dunkles Rotlicht, es leuchten irgendwelche Objekte, aber tendenziell ist es dunkel und plötzlich gab es wohl nah am Medium im Zusammenhang mit einer Bewegung des Mediums eine lichte Öffnung, eine Art Portal. Und dieser Begriff Portal, den nutzen die Spirits auch andauernd. Und diese Portale, die gehen wohl in alle möglichen Richtungen, sind aber gleichzeitig gebunden an menschliche Vorstellungen, weshalb dann da auch nur menschlich
menschliche Objekte letztendlich hervorkommen, weil alles andere würden wir gar nicht verstehen. Ein wirklich außerirdisches Objekt, etwas, das nicht unserer Konzeptionalität entspricht, können wir wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen. Deshalb greifen die also in diese Portale hinein und können irgendwo aus einem raumzeitlich verbundenen Komplex Gegenstände entnehmen. Meistens geht es um Gegenstände, die da rausgeholt werden. Diese Schenkung an unsere Gäste ist ja eins der zentralen Themen, dass die spirituelle Gewahrsamkeit gewertschätzt wird von den Spirits. Die wollen also den Gästen sagen, eure spirituelle Entwicklung und das, was ihr als spirituell bezeichnet, das ist wichtig und das ist was Wertiges. Und wir sind Wesen eines höheren Komplexes, die diese Wertigkeit sogar multidimensional begreifen. Über das Menschliche hinaus ist eure Moralität, was ja immer mit Spiritualität auch verbunden war, wichtig. Und wir möchten das aktivieren, wir möchten das unterstreichen. Und dafür werden diese Aktivierungsobjekte ausgegeben. Und das ist eigentlich das, was die aus diesen Portalen dann da herausholen. Statuetten, Kristalle, Objekte, die einst verstorbenen Vätern und Müttern und sonst wem gehörten, der Lieblingsring des Bruders, angeblich mit ins Grab gegeben, wird plötzlich aus dieser mediumistischen Umgebung heraus produziert und der Empfänger schwört Stein und Bein, es ist der Ring, es ist der Lieblingsring des Bruders. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, das sind raumzeitliche Verknüpfungen, auf die die Spirits Zugriff nehmen und den menschlichen Körper involvieren in diesem Prozess. Weil darum geht es ja. Es geht ja darum, hier mit Menschen in Kontakt zu sein und solche Erweiterungen des Realen Menschen zu zeigen und Menschen da hinein zu involvieren, dass Menschen immer dabei bleiben, außerhalb der Box zu denken, Fragen zu stellen, die noch nicht gefragt worden sind. Das Unmögliche zumindest für denkbar zu halten. Also genau der Ansatz eigentlich, den der Daniel da als Tugend pflegt. Wie sagst du immer, alles zu glauben, aber nicht, wie heißt es? Ja, ich glaube nicht alles, ultimativ sage ich immer, aber ich halte alles für möglich. Ne? Ah ja, genau. Das ist also so ein dem zugrunde liegender Ansatz. Ja, die Spirits machen da einiges mit dem menschlichen Körper und in diesen Sitzungen und diese Portale sind da gängiger und regelmäßiges Teil des Geschehens. Aber es ist jetzt kein Portal in dem Sinne, wie man sich es vorstellt, wie so eine Art Verwirbelung, so ein Kreis, der so in der Luft erscheint, so leuchtet und sowas, wo man, wenn man reingreift, das dann wirklich sichtbar die Hand verschwindet? Oder wie kann man sich diese Portale vorstellen? Also das musst du wirklich, ich breche meistens nach den Sitzungen, fällt es den Leuten ganz schwer, mir das genau zu beschreiben. Und ich habe auch selten die Gelegenheit im Nachhall, die Leute da genau zu interviewen, was sie da sehen und wie genau sich das. Also auch Julia hat Mühe, in der Masse des Gesichteten und des Gesehenen teilweise die Dinge zu unterscheiden von der einen Seance zur anderen. Das überblendet sich alles. Aber ich weiß, wovon du redest, weil ich den Bericht auch kenne, wo dieses Portal so dezidiert beschrieben wurde, weil so wenig Leute aber auch Berichte verfassen. Das ist für ganz wenige nur gang und gäbe, dass die da mal was schreiben. Da bist du eine große Ausnahme. Und dieser andere Typ, der das geschrieben hat mit dem Portal. Und ich weiß, dass das, was der gesehen hat, dass das dauernd gesehen wird. Dass wie so ein Lichttunnel sich öffnet. Und in den Lichttunnel greifen die rein mit der menschlichen Hand und holen da Sachen raus. Also könnte man ja eigentlich auch davon ausgehen, dass diese Spirits, die in deinen Sitzungen auftreten und die Phänomene, die da auftreten, dass das eigentlich parallele Existenzformen sind, die immer um uns herum sind, die wir aber sonst nicht wahrnehmen, wie ich es vorhin eben gesagt habe, diese Schwingen auf einer anderen Schwingungsebene sich befinden und die werden durch solche Sitzungen sichtbar gemacht oder können in Kontakt mit uns treten, sind aber eigentlich ständig um uns herum, können nur von uns nicht wahrgenommen werden. Würdest du das so sehen?
Ja, das könnte man so sehen. Allerdings stellt sich auch die Frage, welches Motiv haben die dauernd, um uns herum zu sein? Aber da gibt es wen, die haben Motive, nämlich diese Guides, diese Helfer, Beschützerwesen, die aus irgendwelchem Grund, also auch beispielsweise Krafttiere und so weiter. Also da gibt es Gründe, sich im menschennahen Raum aufzuhalten. Aber grundsätzlich sind es parallele Wesenheiten, die im Moment der Seance eine Art Kreuzraum betreten oder den zu wissen, auch zu aktivieren, den aktivieren und für uns dann kurz sichtbar werden über die Phänomeniken im Seance-Raum. Könnte man den, bei den Spirits nicht erfragen, was es mit den Portalen auf sich hat? Du sagst, es werden teilweise Sachen hervorgeholt, wie diese Ringe. Handelt es sich dabei dann um, hört sich vielleicht dumm an, aber um Kopien dieser Teile? Wenn du jetzt sagst, der Ring vom Großvater wird hervorgezaubert, der muss an anderer Stelle noch vorhanden sein oder ist er dann dort weg? Ja, genau, das ist so ein Moment des Unterscheidens. Es gibt also wohl Objekte, die vorher nur in etwas existiert haben, was die Spirits Thought Form manchmal nennen, also eine theoretische Form, die sich wohl aber auch abbildet von ehemals existiert habenden Objekten oder an anderem Ort existierenden Objekten. Und dass dann also aus dieser Quasi-Form, also aus dieser vorgedachten Form, es ein Überkippen ins Physikalische gibt und dieses Objekt dann wie spontan kreiert wird, weil diese Thought-Form, also der gesamte, die Signatur des Baus eines Objektes, wie hineingehalten wird in den Strahl dreidimensionaler Wirklichkeit und entsteht und bops zu Boden fällt. Oder es findet tatsächlich das statt, wie du es eben beschrieben hast, und das nennt sich dann Apportation, dass von einem anderen Ort in der Raumzeit ein ganz konkretes, schon mal existiert habendes Objekt von einem anderen Ort der Raumzeit weggenommen wird. Und da dann tatsächlich fehlen müsste und bei uns dann abgeladen wird. Und die Spirits sagen, das passiert. Und sie sagen, das passiert mit den Objekten, die eben aus eurer Matrix verschwunden sind, weil der letzte Mensch, der sich dran hätte erinnert, verstorben ist. Und auf eurer Wirklichkeitsebene kein Mensch mehr dran denkt, dass es dieses Objekt gab. Und so verschwinden angeblich eine Vielzahl Objekte, nicht nur, weil die Spirits sie nehmen und sie irgendwelchen Leuten schenken, sondern weil sie einfach rausfallen aus dieser Wahrnehmungsmatrix. Da kommen wir hier an Schrödingers Katze. Wo beginnt Wirklichkeit, wenn es um Wahrnehmung geht und um Vorstellung geht? Und da behaupten, wie gesagt, die Spirits, dass diese Objekte rausfallen aus der dreidimensionalen Wirklichkeit, da tatsächlich nicht mehr existieren, weil sich niemand mehr erinnert. Und von diesen Objekten zehren die deshalb manchmal auch, weil niemand benachteiligt wird in dem Moment, wo dieses Objekt bei uns im Seance-Raum erscheint. Dann gibt es Objekte, die werden von höheren Kommunikatoren, angeblich noch höheren Kommunikatoren, eingespeist. Und dann berichten tatsächlich die Leute, dass überall im Raum Objekte niederfallen. Im gesamten Raum, teilweise mit Geräuschkulisse, ist ganz oft passiert. Auch Wasser ist ganz oft von der Decke gekommen, in großen Mengen. Ja, also das hängt nicht nur am Medium und in der direkten Lokalität ums Medium, das kann wirklich im ganzen Raum stattfinden. Mit den sogenannten Atlantissteinen ist das ja passiert. Wen es interessiert, auf unserem Blog, die Steine von Atlantis oder wie wir es genannt haben. Ja, so eine spirituelle Geschichte. Ist es real? Bekommen wir was verkauft in den Seance-Raum, was nicht real ist, aber was in einer Art und Weise fantastisch ist, dass es einfach unser Denken öffnet? Ich halte beides für möglich. Ist es denn schon mal passiert oder hat da jemand schon mal eine Resonanz gegeben, dass ein Objekt, das er mitbekommen hat an so einer Seanceabend, plötzlich wieder verschwunden ist?
Also das ist, dass er sich irgendwo hingelegt hat und am nächsten Tag war es plötzlich verschwunden. Ja. Gibt es einige Berichte dazu? Gibt ja auch diese Perlen von Geistlichen, von tibetischen Mönchen und sowas, die, wenn man eine bekommt, so eine heilige Perle, dann vervielfältigen, duplizieren die sich. Und wo Ja. plötzlich eine, wo gestern noch eine Perle lag, am nächsten Tag plötzlich liegen zwei oder drei dort. Gibt es ja auch diese. Und zwar, wo Burkhard Heim sagt ja, im rituellen Raum, das ist der Bereich, wo der Hyperraum am wahrscheinlichsten durchzubrechen in der Lage ist. Ob das religiöse Gedankenpantheon eines Priesters ist, der an seinen heiligen Perlen, wie so ein Rosenkranz mäßig hier ein Gebet nach dem anderen. Das wäre nämlich genau dann dieser Bereich. Oder ob es im Seanceraum ist, in Raum, wo wir, also in Abbild eines zeremoniell rituellen Raumes, den es seit Anbeginn der Menschheit gibt. Egal hinter welchen Glaubenshintergründen, der Mensch hat versucht, von sich aus das Übernatürliche zu knacken. Und Burkhard Heim beschreibt diese immer wieder vom Menschen bearbeiteten Realitätsräume als die wahrscheinlichsten, das, was er nennt, Hyperraum durchzubrechen in der Lage ist. Naja, und im Seance-Raum verwirklicht sich das, im Zeremonienraum anderer Kulturen verwirklicht sich das ebenso bei den Tulpas. Und ich hätte die Tulpas heute Abend besprochen, wenn wir den Plan verfolgt hätten, den wir eigentlich hatten. Ich Nächstes frage Mal. mich, ob wir jemals dazu kommen, das Thema Yes. zu bequatschen, das wir eigentlich bequatschen wollten. Wir wollten Ja. nur ganz kurz das UAP-Thema ansprechen. Jetzt haben wir 1,5 Stunden gequatscht. Oh nein. Und war aber mega spannend, hey, war sehr, sehr interessant und hat mich echt ein bisschen weitergebracht, muss Ja, ich aber sagen. wo sind die harten Beweise? Hast du jetzt was in der Hand, was du zuvor nicht in der Hand hattest? Nein. Das Das habe ich hat nicht. Daniel Hopf vom Malz verloren. Immer nur Spaß. Wir haben natürlich nichts in der Hand, das ist völlig klar. Bei dem Thema hast du wirklich Aber im nichts Kopf in der Hand, aber im haben wir Kopf. uns Genau, schön darum geht's. ausgetauscht. Man kann sich schön austauschen. Es macht auch Spaß zu spekulieren. Natürlich Spekulationen. Manchmal ist es schwierig mit Spekulationen, aber bei dem Thema, das Thema ist noch ein bisschen greifbarer als viele andere Themen, finde ich. Das UAP-Thema. Gerade jetzt, wo so viel gesichtet wird und so viel passiert, macht Das schon Spaß, stimmt. sich Aber darüber zu diese unterhalten. Sammlungspräsentation, ich will ja nicht zu viel oder mich da über den Klee loben, aber die hat es wirklich in sich. Also irgendwann müssen wir das machen, Daniel. Ja, Wir machen das, Thorsten. versprochen. Versprochen, wir machen das. Gut.